Hier mal ein kleiner Werbespot. Wollt ihr meine Sticker bestellen? Es gibt sie als Mundschutz, es gibt sie als Handyhülle, es gibt sie als T-Shirt. Ganz viele Sachen als Tasse und was weiß ich. Ja, die könnt ihr in meinen Merch-Shop bestellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das bestellt. Und ja, danke. So, und weiter geht's mit Better Zelda, das bessere Zelda. Oh, jetzt kommt schon wieder ganz blöd Filme. Warum ist das immer so versteht? Nee. Das ist übrigens nicht Massacre. Wo waren wir stehen geblieben? Waldtempel haben wir gar nicht angeguckt, ne? Aber wir waren gerade bei... Ich mach jetzt den Friedhof. Ich finde... Oh ja, ich sag's wieder. Ich find's schöner als... normalen Ocarina-Teil. Eigentlich gibt es nicht viel zu sehen. Mit dem großen Grab, da könnte man dann was machen. Wie halt im normalen Spiel. Das war's auch schon. Mehr ist ja nicht, aber es ist hübsch. Es ist nice. Gerade rendert der eine Part. Komm, jetzt komme ich wieder ins Kakariko-Dorf auf dem Weg. Oh, okay, dann kann ich euch gleich den nächsten Ort zeigen. Die Zitadelle der Zeit. Der Lichttempel. Ja, ist aber zu. Die Tür ist auch viel schöner. Kann ich ihn trinken? Nee, ich weiß nicht, ob bei der Tür überhaupt geht. Ah, das ist jetzt so schräg und nicht so komisch abgeklappt. Oh, das ist nice. Das ist hübsch. Ja, ich weiß. Ich sag's immer wieder, aber ich bin hübscher. Und das Triforce ist umgekehrt? Okay. Ich find's hübscher. So, wo komme ich jetzt raus? Oh. Wüstentempel. Da komme ich nicht durch. Ich glaube, das ist das Original, ne? Ja, ich bin gefangen. Super. Kann mich selber mit Bomben umbringen? Kann mich effektiv selber umbringen? Effektiv selber umbringen, wie das geht. Das ging aber auch strange. So. Dann gehen wir mal weiter. Wow, okay, nicht startet, man klappt sofort. Ah ja. Komm, wir machen weiter, Tempel. Ich habe mich jetzt mal nur ein bisschen umgedreht. Einen Schritt. Das sieht auch. Ah, okay. So. Normal war nämlich nicht da direkt schon der Ausgang. Das habe ich auf jeden Fall in dem Video gesehen. Ja. Ich sollte die Tür noch benutzen, statt aber nur in die einzulaufen. Oder besser gesagt, durchzulaufen. Oh, schön. Das finde ich schöner. In Ocarina of Time ist hier so dunkel und unfreundlich, aber hier ist es schön hell. Das gefällt mir. Da oben, das schöne Licht. Ich finde diese Lichteffekte total schön. Aber jetzt haben die einfach zu viel Speicher gefressen. Deswegen haben die rausgemacht. Da ist nichts. Gehen wir in die Grünanlage. Und schaut unter ein schönes Gras. Wassergras. Nein. Ja, und hier so kleine Einbuchtung. Ich glaube, die ist viel größer als original. Das waren einfach nur Fenster hier. Oh, die Fenster sind so schön. Das sieht so viel heller und hübscher aus mit der Dungeon. So viel freundlicher sieht der Dungeon gleich aus mit hier dem schönen Licht. Anstatt, ich finde im Original ist das total dunkel. Sie hat auch schon den Schattentempel so dunkel wie der. Und da ist schön Wald. Und leuchtet. Ich bin in der Wand. Das ist nicht schön. Hier kann man noch durch, oder? Woanders?
da. Jupp, da gehen wir mal durch. Und zack. Ach man, wieder. Hier ist ja nochmal ein Zwischenraum in Ocarina of Time mit Gegnern und Schatztruhe. So. Das ist auch ein netter Raum. Nein. Da gibt's noch das. Hier ist noch ein Zwischenraum. Normal ist ja keiner. Ich könnte mir einen anderen Raum zu laden oder so, dass er angeloadet ist. Das Licht, die Lichteffekte hier richtig schön, ey. Nice, die Lichteffekte sind richtig gut. Ja. Ich habe nie so eine Nase. Sorry, Leute. Oh. Und Bauch liegt. Kann ich ja zum Boss noch jetzt nicht? Hä? Blöd. Aber eine Treppe nach unten. Nicht der blöde Fahrstuhl. Ich finde den Fahrstuhl blöd. Nein. Hier überall Türen vor. Da muss doch jetzt keine Tür gehen. Wo ist der Endbossraum? Hier, ne? Ah, dieser Korridor sich dreht. Oh, sind da Fenster? Wow, die Lichter. Das ist der... Das ist ja... Oh, cool! Wie cool der Raum aussieht. Ah, ja, ja. Ist ja ein cooler Raum. Gefällt mir. Ja, Leute, das war dann eine Weite. Es gibt noch ein, zwei andere Räume, aber die will ich jetzt nicht zeigen. Ihr sollt ja auch noch Orbs, ihr sollt ja auch noch ein bisschen selber sehen. Ihr könnt das ja selber holen. Wo, sage ich euch nicht. Aber ihr kriegt es schon selber hin. Ihr werdet schon finden, wenn ihr wirklich da wollt. So, wir hatten den Waldtempel. Ich möchte mal das alte Feld. Sieht so hübsch aus. Ja, ich sag's immer wieder. Richtig Berge jetzt. Im Neuen. Ja, wenn ich rückwärts auf die ja. Auf den Schneider. Ah, okay, ist das. Wie hübsch der Berg. Mir gefällt es besser. Ich finde, sie hätten das so machen sollen, als wie sie es jetzt gemacht haben. Ja, ja. Ach, hier sollte dann die Mauer stehen. Oh, guck mal, richtig schön. Schöner Ausblick von dem Berg. Das ist doch nice. Und dann die Lohnlohnfarm. Noch nicht ein separates Gebiet. Ist ja komisch, aus der Mitte immer der Kreis. Ah, der Hyliersee, auch noch kein separates Gebiet, glaube ich. Ja, ja, das ist die Lohnlohnfarm, glaube ich. Nein. Das ist der Hüliersee, ne? Oder? Oder doch unser Brei? Anscheinend doch. Hab ich getäuscht. Aber so. Nice, nice, nice. Also glaube ich auch gleich mal rum.
Frage zum Milliardär, richtig? Oh. Ah, jetzt ist er plus. Okay. Ich wollte sagen, wie komme ich darüber? Ich kann ja fliegen. Ja, ist ein Geheimweg? Sehr nice. Eine geheime Tür. Ah, ist wie am Friedhof. Hier hätte man bestimmt auch irgendwas machen können. Wie ein Lied gelernt oder so. Ein cooles Versteck. Und das. Ah, okay, das Video ist fertig. Part 1 ist fertig, muss ich gleich uploaden. Ja, versuchen wir zum Hühlersee zu kommen. Und zack. Oh. Der war auch der Weg. Jawohl. Ja. Ich hoffe, es ist eine gute Idee. Gucken wir mal, wohin das wird, wenn überhaupt eine Ladezone ist. Keine Ladezone. Keine Ladezone dort. Das ist nicht nice. Und nice. Ich rede so Unsinn heute. Ich weiß nicht. So, aber der Wendemann lädt auch nochmal hoch. Ich hab ja auch hier Dienstag. Oder nee, Montag. Okay. Versuchen wir mal in die Stadt zu gehen. Vielleicht klappt das. Hier ist ja kein Wassergraben. Kein Ladezone, ne? Sieht auch nicht nach einer Ladezone aus. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich keine Ladezone. Wir probieren auch die Ladezone zum Sora River aus und dann. Ja. Gehen wir raus. Es fliegen eigentlich schneller, ich weiß nicht. So, mal sehen, ob die Ladezone da ist oder nicht. Nee, sieht nicht so aus. Ladezone, hallo, Ladezone. Ladezone. Nee, dann muss er nochmal raus. So, wohin gehen wir jetzt? Weiß es nicht. Habe ich schon wieder Start gedrückt? Ah. Also A drücken, ne? Okay. Hier gibt's denn noch? Stadtlos. Painted Water. Bumerum. Ja, dann gehen wir mal von oben weiter durch. Lake Hülle, da wollten wir eben hin. Ich hab vergessen, nichts, wenn ich alles so wild mache. So. Der Hügelsee, wo ist denn er? Hügelsee, wo bist denn du? Da ist er gleich. Ah ja, das ist Haus. Der hübsche Hügelsee. Nein, dass es besser ist, muss ich ja nicht sagen. Schöner Steg. Haus.
Hübsch, hübsch, hübsch. Richtig stürmisch heute. Ja, da wäre das klassische Haus. Oh, da ist ein Weg. Ich glaube, das wäre der Eingang zum Wasser-Dungeon gewesen, ne? Zum Wasserpalast. Nice, nice, nice. Was denn eigentlich das Anglerhaus? Ich weiß nicht genau, was denn ist, aber ich glaube, irgendwo ist das Anglerhaus mit dem See und so. Ja. Erinnert mich ein bisschen an die Mario Kart Strecke Schoko Mountain, um ehrlich zu sein. Kommt da noch was? Okay. Hier, denke ich, wäre der Eingang gewesen. Wasser. Im Wasserpalast. Okay. Ich würde mir das da hier hinten gerne noch angucken. Boah, ist aber jetzt so weit weg. Das ist ja schneller, ne? Das ist die schnellste Bewegungsmethode, glaube ich. Wenn wir auch immer gleichmäßig gehen. So können wir auch noch mal ein bisschen von hier sehen. Oder es fliegt schneller. Wir laufen, laufen, laufen. Ah, sind wir schon fast. Ging schnell rückwärts. Was ist das denn? Das Bäume? 2D-Bäume. Hier wäre auch, glaube ich, auch der Kokiri-Wald gewesen. Hier so neben dem Hügelsee. Ja, okay. Machen wir wieder weiter. Der nette Hügelsee. Ja. Ihr könnt auch gerne sagen, oh, ich habe wieder Start gerückt. Ich bin so dumm. Du weißt, ich geht nicht. Du weißt, ich geht nicht. So, jetzt aber. Ich bin an dem Haus interessiert. Wo ist es? Schinkpotten. Forest Building, ne? Bin ich interessiert. Ich hätte auch einfach rausgehen können aus der Heilige See, ne? Ich sei doch froh, dass ich den noch mal sehen kann, ne? Ich sehe immer noch kein Building. Da erinnert mich der an den Juliasee. Oh. Wäre das der Waldtempel gewesen? Ja, Gebäude. Okay, was habe ich erwartet? Das ist ein Gebäude. Aber ich erinnere mich bis an Zelda 2. Oh. Bin in eine Ladezone gegangen. Ah, ein Goma. Der Bossraum von Goma, okay. Ist er da? Natürlich nicht, ich weiß es. Ja. Okay, wo geht's hier? Nirgends hin. Wenn ich wollte, wo komme ich denn raus? Okay, wieder hier. Schade. Schade, schade. Nam, 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 nam. Ich starte drücken, ich habe schon wieder Start gedrückt. Ich lerne es auch nicht. Ich lerne es nicht. Da sieht doch mal Preste. Kokiri-Frau. Nee, lass. Ah.
Hier erstmal gefällt der Baum. Der war schon nice, die originalen Lost Boots. Bist größer. Hier waren nur so viereckige Räume. Ja, das war's, glaube ich schon. Ah, da hinten geht er weiter. Dieser kleine Fluss. Boah, wie groß. War ziemlich dunkel. So, geht's da durch? Oh, wo bin ich hier gelandet? Bin ich jetzt im Originalspiel? Sieht er wieder noch aus? Jetzt bin ich wieder in der Heilwelt, okay? Ich bin im Originalspiel oder was? Ich will wieder ins... Ich will wieder ins richtige Wetter. Bin ich irgendwie im Originalspiel gelandet? Jupp, ich bin im Originalspiel, ne? Ja, jetzt kann ich das richtig spielen. Nee, ich möchte raus. Nee, ich möchte erst recht raus. Ich möchte erst recht raus. Ich möchte sofort raus. Lass ihn ruhen. Ich möchte wieder ins Betterland zurück. Wo noch alles besser ist. So was aber. Okay, warum diese Musik hier? Von Gens Tower außerhalb. Und die Sonne da oben kaputt. Ah, mir gefällt's besser. Buschgeräusche. Das sieht auch mehr aus wie ein Fluss als so komischen Ocarina of Time, wie der Fluss da geht. So finde ich's nice. Gefällt. Oh Mann, ey. Ich denke, viele werden meckern, wie ich hier kommentiere, weil ich so schlecht kommentiere und dann sage, boah, es ist cool, boah, es ist cool, boah, es ist besser. Ich bin im Schattentempel. Das ist der Originale. Ja, ich bin wieder im Original. Ich will raus. Bist du wieder im normalen Spiel gelandet? Bist du wieder im normalen Spiel gelandet? Oh Mann. Wieder aus dem normalen Spiel wieder raus. Bleib nur A drücken. Ah, wo waren wir? Ja, es wird einfach nur der See sein, das wird nicht spannend sein. Gerudo Valley. Gerudo Valley. Hier gibt es nämlich mehr von diesen Zelten. Hey, Night. Kisten. Mir gefällt sie besser so.
den Zelten. Ach, das ist nur das eine einsame da hinten. Was ist da unten? Okay. Ich bin gespannt, glaube ich. Und hier auch ein bisschen grün. Das finde ich auch nice. Unterm Schatten des Steins ist ein bisschen grün. Da in die Wüste. Sieht hübsch aus, aber ich bin... Wüste, ich komme. Ist das eine Ladezone? Ich würde mal stark vermuten, nein. Hallo, liebe Kakteen. Nice. Mal sehen, ob da gleich eine Ladezone ist. So. Und Absturz. Ich glaube, hier ist keine Ladezone mehr, oder? Oh, hier ist eine Ladezone. Wo komme ich raus? Ja. So komme ich wieder in der Stadt raus, oder? Ich komme aus dem Stein raus. Okay. Einfach wieder im Originalspiel gelandet. Mann, die Parts werden so lang, aber es macht halt so einen Spaß. Die soll ich nicht starten. Ha. Roy. Was ist denn das? Ah, hier kann man Züge machen mit Pferd. Das ist aber nice. Ah, war keine Bombe. Treib ich überhaupt? Nö. So nice. Ich kann mal was mit Epona machen. Ist hier eine Ladezone? Ich kann mir einmal umgucken. Ja. Ladezone. Ach komm, das muss ich aber jetzt treffen, wenn's... Sonst geht's nicht. Okay, ich hab's getroffen, aber hat nichts gebracht. Ja, also bitte bring mich in ein Beta-Gebiet. Hey Leute, ich muss ja wegen einem Schnitt meine Part schon wieder in Überlänge. So. Wenn er in der Ladezone ist, dann kommt er gleich. Ladezone? Ich freue mich auch nicht. Ich glaube, ich fahre hier runter, ne? Ach! Hier ist nochmal so ein Ding. Ach, okay, ich verstehe, ja. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.